Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach westlichen Astrologie. Liebe Alicia, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten diese 12 Lebensbereichen. Und jetzt bei Teil 2 geht es um die wesentlichen, nämlich dein Geburtshoroskop. Hier in die Mitte erscheint ein Engel. Das ist ein persönlicher Schutzengel, weil herrschte in dem Tag, wo du geboren bist. Dieser Engel heißt Lekabel und hat die Zahl 31, so wird das in Kabbala zugeordnet. Engel Lekabel ist Engel der Eingebung, fördert die Hellsichtigkeit, hilft unserem Ziele zum Erreichen, schützt uns vor Einbrechen, fördert unsere Kreativität, lässt unsere Ideen im Tat umsetzen, hilft Problemen lösen, hilft auch das Leben zu verstehen, schenkt uns einen klaren Verstand, unterstützt uns bei Prüfungen, bei Studium, hilft uns, unsere Finanzen in Ordnung zu bringen. In dem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang. Und du bist ein Kind davon. Das ist wie ein Kostüm, was dich begleitet, was du trägst im Leben, diese kosmischen Energie, und das begleitet dich von Geburt bis zum dein Lebensende. Beeinflusst dein Aussehen, natürlich ist das sehr königlich, majestätisch, auch schöne Haare mit Sicherheit bei diesem Löwen-Aszendent, beeinflusst deine Persönlichkeit. Und das ist deine Stärke, dein Selbstbewusstsein und auch ein selbstbewusster Auftreten. Die Löwe steht immer im Mittelpunkt, kann man gar nicht übersehen. Und tatsächlich, so bist du auch wahrgenommen. Hier erscheint die Tierkreiszeichen Löwe. Und diese Tierkreiszeichen Löwe, das ist dein Aszendent, hat aber noch einen Einfluss, eine gewisse Färbung auf dem 12. Lebensbereich. Und der zweite Lebensbereich, wo um Werten und um Finanzen geht, wird auch mit Löwenenergie geöffnet. Wenn die Löwe beeinflusst dein Selbstwertgefühl, natürlich schenkt dir diese Wertschätzung, und es ist sehr wichtig, mit deinen eigenen Werten bewusst zu sein, Selbstwertgefühl, weil dann hast du diesen Glanz, diese Löwe-Energie. Aber Löwe gibt mal gerne Geld aus für Luxus. Der dritte Lebensbereich zeigt die Schule in früheren Jahren, später die Austausch, die Kommunikation, die Verbindungen, Wissen vermitteln, Wissen annehmen, Nachrichten, Medien, Internet, aber auch die Verbindung zu Geschwistern, zum Nachbarn. Und hier kann man vieles Neues entdecken, das ist alles sehr beweglich. Dieser Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Jungfrau. Die Tierkreiszeichen Jungfrau hat noch einen Einfluss auf die Finanzen und das unterstützt dich, weil die Löwe neigt dazu, zu viel Geld ausgeben zum Luxus, und Löwe ist auch großzügig und Jungfrau kann dich ein bisschen bremsen, deine Finanzen in Ordnung
halten. Und jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes. Hier sind unsere Ahnen, unsere Vorfahren, unsere Traditionen, aber auch unsere Herkunft, unsere Zuhause. Das gibt uns Halt im Leben. Ich vergleiche das mit einem Baum und das würde bedeuten, hier ist die Wurzel des Baumes. Und von hier aus dehnt und wächst alles. Aber wir brauchen unbedingt die Halt im Leben. Und dieses Tor, wo auch deine Wohnsituation handelt, dieses Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Waage. Und das bedeutet, du liebst das Schöne und hast ein schönes, gepflegtes Zuhause. Die Waage hat noch eine Färbung auf die Kontakte und das ist angenehm und schön. Dann kommt der nächste Lebensbereich, die Kinder. Das bedeutet deine Kinder, bedeutet auch deinen Enkelkinder später, aber auch deine eigenen Kindheit, das innere Kind. Und wir können von Kindern vieles lernen, das Leben auch mal spielerisch betrachten und das schenkt uns Lebensfreude. Und hier liegt auch die Kreativität, das schöpferische Kraft. Dieses Tor öffnet sich mit Skorpion. Die Skorpion hat noch einen Einfluss auf die Wohnsituation. Und das manchmal zieht uns richtig in die Tiefe. Aber wir haben die innere Kraft, wieder aufstehen, die Probleme lösen. Und dann steigt das alles nach oben. Nicht in diesem Angst versunken, sondern Angst loslassen, dann steigt diese Energie. Und hier haben auch die Pluto-Energie und das gibt uns die innere Kraft, auch die Überzeugungskraft. Der nächste Lebensbereich ist die Arbeit und Gesundheit und dieser Tor öffnet sich mit Steinbock, dann kannst du die Frage stellen, wie kommt das nach Skorpion folgt, die Tierkreiszeichen Schütze. Wo ist die Schütze überhaupt? Die Frage wäre berechtigt. Schütze ist im fünften Lebensbereich eingesperrt, eingeschlossen. Ich setze so die Schütze zum fünften Lebensbereich. Und der sechste Lebensbereich öffnet sich mit Steinbock und Steinbock hat noch eine gewisse Färbung auf den fünften Lebensbereich. Über die Tierkreiszeichen Schütze herrscht Jupiter und Jupiter schenkt uns Optimismus. Jupiter zeigt unsere Größe. Mit unserem Größen bewusst zu sein, auch diese optimistische Haltung. Und wenn hier die Schütze eingesperrt ist im Bereich Kindheit, würde das bedeuten, dass in deiner Kindheit wurde dir nicht vermittelt deine wahre Größe. Mit dieser Färbung von Steinbock, was im jungen Jahren eher einschränkend wirkt, zeigt ein strenges Elternhaus. Und mit Skorpion heißt, hier entstehen auch Ängste. Und diese drei Tierkreiszeichen, was deine Kindheit spiegelt, hast was zum Krabbeln. Hier musst du etwas an dir arbeiten, das ist nicht die richtige Wortwahl, vielleicht besser das mal so zu beschreiben, Angst loslassen als erstes, das sind Urangst oder tiefe Angst, vielleicht sogar Verlustangst und auf dem Tierkreiszeichen Schütze konzentrieren, damit die Schütze-Energie hier befreien kannst. Weil das befreit dich.
und raus aus dieser Strenge und konzentriere auf die Lösung, und das ist die Fokus. Die Tierkreiszeichen Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und dieses Zentrum ist wie ein so Energiefeld, beschreibt unsere Wünsche. Und wenn hier das eingeschränkt ist, bedeutet, deine Wünsche wurden nicht erfüllt in deiner Kindheit oder wurde das übersehen oder du hast es nicht getraut zum Sagen. Und jetzt kannst du die Schütze befreien, wenn du konzentrierst auf deine Wünsche und das nicht aus die Augen verlierst, sondern die Fokus ist dieser Wunsch oder mehreren Wünsche. Und das nicht aufgeben, sondern das auch erreichen. Und dann unterstützt dich die Steinbock-Energie, weil die Steinbock gibt dir die Kraft, die Geduld und Ausdauer, deine Ziele, deine Wünsche zu erreichen. Und vor allem, Steinbock gehört zum Erdelement, hilft uns, dass wir das auch ins Ziel ankommen und das wird auch Realität. Die Erde-Element hat mit Realität was zu tun. Steinbock öffnet den Tor zum Arbeit und Gesundheit. In jungen Jahren wirkt die Tierkreiszeichen Steinbock streng. Wir erleben Einschränkungen, aber wir brauchen das zum Lernen. Im zweiten Lebenshälften wirkt Steinbock angenehmer, sogar unterstützend, weil gibt uns die Ruhe, die Geduld, die Ausdauer, diese Kraft und können wir mit dieser Energie, mit dieser Kraft vieles, vieles erreichen und wir nehmen das auch ernst und wir geben das nicht auf und das unterstützt dich dann bei der Arbeit. Weil hier auch um Gesundheit handelt, die Steinbock herrscht astromedizinisch über unsere Zähne, über unseren Knochen und unsere Haut. Und wenn du hier unzufrieden bist in Arbeit und fühlst du dich frustriert, dann kann diese körperlichen Symptome auftreten. Wenn du den ersten Lebensbereich betrachtest, dein Aszendent Löwe, das zeigt den Moment, wo du geboren bist. Und in diesem Moment schaust du von Osthorizont nach Westhorizont und hier ist ein Spiegel. Das ist ein Spiegelblick und du siehst in diesem Spiegel deinen Seelenpartner. Und ich bin davon überzeugt, dass wir als Neugeborenen sehen da was. Also wir erkennen unserem Seelenpartner, die Männer natürlich ihren Seelenpartnerin. Bis etwa dritte Lebensjahr gibt es diese Erinnerungen noch. Dann geht alles in Unbewussten, aber unsere Seele speichert das, unsere Seele weiß das alles. Und hier in diesem Spiegel ist dein Seelenpartner und gleichzeitig öffnet sich hier den Tor zum Partnerschaft. Und dieser Tor öffnet sich mit Wassermann. Die Wassermann beeinflusst deine Partnerschaft. Wassermann gehört zum Luftelement und das zeigt die Leichtigkeit, ein gewisser Freiraum. Die Tierkreiszeichen Wassermann hat einen Adlerblick und ist von Zeit voraus. Natürlich von dem Partner bekommst du diese Unterstützung oder durch die Partnerschaft erlebst du, dass du viele Dinge mit anderen Augen betrachtest. Die Tierkreiszeichen Wassermann oder die Wassermann geboren auch fühlen sie sich einzigartig, außergewöhnlich. Wassermann zeigt manchmal außergewöhnliche Lebensumstände und es wirkt auf die Partnerschaft. Entweder dein Partner ist außergewöhnlich oder durch außergewöhnliche Umstände ist die Begegnung.
Die Tierkreis zeichnen Wassermann öffnet gleichzeitig den Tor zum achten Lebensbereich. Dieser achte Lebensbereich nennt man Tod, hat mit Todesfall, mit Erbschaften wirklich was zu tun, aber in erster Linie handelt sich das Überleben. Im achten Lebensbereich herrscht Pluto und Pluto zeigt die Transformation, die Kreislauf des Lebens, die Kraft, das Leben erhalten zu bleiben. Und diese Kraft verspüren wir hier im achten Lebensbereich und da lernen wir einiges loslassen, damit wir in Kraft bleiben können. Und Pluto ist auch für Sexualität zugeordnet und Sexualität ist wichtig, das Leben erhalten zu bleiben. Also gehört diese Thematik auch dazu. Und dieser achte Lebensbereich öffnet sich auch mit Wassermann. Jetzt sind wir bei neunten Lebensbereich. Hier handelt es sich um Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Fremdsprache, Studium, aber auch innere Reise, wie zum Beispiel die Suche nach Gott, die Suche des Sinn des Lebens, philosophische Frage zu stellen. Dieser Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Fischen. Und die Tierkreiszeichen Fischen hat einen Einfluss auf die achte Lebensbereich auch. Und hier ist die Transformation, auch Angst loszulassen. Und ich beschreibe diese Tierkreiszeichen, weil das ist sehr interessant. Dieses Sternbild besteht aus zwei Fischen, die sind aber miteinander verbunden. Und sie zeigen in andere Richtung. Die eine Richtung ist die Angst und Zweifel, das blockiert. Dann hat man noch mehr Ängste. Entsteht auch ein gewisses Selbstmitleid, wenn andere auch Mitleid haben. Es gibt Fischengeborene, die das auch sogar genießen. Ich übertreibe mal das bisschen. Also das ist die eine extreme Richtung. Die andere Richtung, und das ist die richtige Richtung, nimmt die Neptun-Energie wahr. Und Neptun ist der Planet für unsere Träume, unsere Visionen, das Bildhafte, das Märchenhafte. Auch herrscht über unsere Intuition, unsere Inspiration. Und die Menschen, die das vertrauen und daran glauben, die erreichen das auch. Und hier ist die Reichtum verborgen, eine Vision zu haben, einen Traum zu haben, daran glauben, das zu vertrauen und dann loslassen, einfach geschehen lassen, ohne Angst, ohne Zweifel. Und das bedeutet das Urvertrauen, das Vertrauen, das Fluss des Lebens. Und das ist für dich die Kraft oder Energie, was du hier transformierst. Und hier kommen die Erkenntnisse. Jetzt sind wir die höchste Punkt des Horoskopes, das ist das Krone des Baumes, das Höchste, was man erreichen kann oder zeigt, wie erreichen wir unsere Ziele. Hier liegt auch die Berufung und dieser Tor öffnet sich mit Widder. Aber die Tierkreiszeichen Widder hat noch einen Einfluss auf den neunten Lebensbereich. Das heißt, du musst dich immer behaupten, Kraft zu zeigen. Aber du bist mutig, mutig auch mal was Neues, Neues starten, Neues beginnen. Das könnte sogar bedeuten Selbstständigkeit. Die elften Lebensbereich sind unsere Wünsche, Hoffnungen, auch Gewinn. Und hier befinden sich auch die Freundeskreis, Menschen, die gleichgesinnt sind, wie ein Verein oder eine Partei, das zum Gründen oder da anmelden, mit gleichgesinnten Menschen kommunizieren, Verbindungen herstellen, die sozialen Kontakte. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Stier
und der Stier hat noch einen Einfluss auf die berufliche Situation. Der 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens, die karmischen Themen, die ganzen Geheimnisse, alles, was in den geschlossenen Türen passiert. Und hier sind auch unsere geheimen Feinde. Dieses Tor öffnet sich mit Krebs. Und die tierkreiszeichnende Zwillinge ist eingeschlossen. Die tierkreiszeichnende Zwillinge ist eingeschlossen im 11. Lebensbereich. Und hier ist auch sehr wichtig, das zu befreien. Entweder hast du das Gefühl, du bist nicht akzeptiert im Bekanntenkreis, Freundeskreis, oder du hast Wünsche, Hoffnungen, Sehnsüchte und du hast immer das Gefühl, deine Möglichkeiten sind begrenzt, das wird nicht erfüllt, da sind Einschränkungen da. Und das ist wichtig, das zu befreien. Wie kannst du die Zwillinge hier befreien? Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte, weil das bringt dich näher für diese Thematik. Es gab eine Königin, Königin von Sparta, Leda hieß diese Königin. Der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und Zeus verliebte an Leda und verführte auch. Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und Leda wurde von ihrem Ehemann aber auch schwanger und gebar die beiden Zwillinge Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Zeus, von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Die beiden Zwillinge sind miteinander verbunden. Und wo dann Castor sterben musste, ging Pollux zu seinem Vater und sagte, ja, ich möchte auch sterben, nimm bitte meine Unsterblichkeit zurück und schenk mir die Sterblichkeit, dann kann ich bei meinem Bruder bleiben und wir sterben beide. Und Zeus sagte, nein, ich setze euch beide im Himmel. Das heißt, Zeus hat beide Zwillinge unsterblich gemacht. Auch Castor, auch Pollux. Und die beiden Zwillinge sind immer noch miteinander verbunden. Und das sind die zwei Hauptsternen in der tierkreiszeichnenden Zwillinge. Und die tierkreiszeichnenden Zwillinge zeigen den Weg zu unserem höheren Bewusstsein. Und die höheren Bewusstsein sagt, unsere Seele ist ein Teil von dem göttlichen Schöpfung, also ist unsterblich. Und wenn uns das bewusst ist und wir kümmern um unsere Seele, dann verspüren wir das Göttliche und das befreit uns. Und das, was dich hier auch befreit, und dann kannst du mit deinem Freundeskreis anderes umgehen, weil dann zeigst du deine Werte und fühlst du dich nicht ausgegrenzt, sondern bist du gut angekommen. Beweg dich ganz frei, spielerisch, weil die Zwillinge zeigen auch diese spielerische Art. Du bist in Tierkreiszeichen Schütze geboren. Deine Sonne ist hier im Schütze, im 5. Lebensbereich und deine Sonne ist hier eingeschlossen. Und die Sonne symbolisiert aber dein Selbst. Du fühlst dich wie in die Enge. Die einzige, was dich Stärke gibt, oder was dich unter, nicht die einzige,
das war jetzt nicht die richtige Wortwahl, was dich stärkt und unterstützt, das ist die Löwe Aszendent, weil das ist Glanz. Und über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Also lebt dein Selbst, dann fühlst du dich hier frei. Aber hier zeigt sich Themen von Kindheit, ist auch im Bereich die Kinder und ist eingeschlossen. Die Sonne symbolisiert der Vater. Das könnte ein Hinweis sein auf Vaterthemen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann im siebten Lebensbereich und das zeigt deinen Gefühlen und zeigt auch die Mutter. Mond steht in dein Geburtshoroskop in Verbindung zum Lilith. Lilith ist der Schwarzmond. Lilith hat oder dieser Schwarzmond hat mit Schwarzmagie oder was Böses gar nichts zu tun. So heißt das eben. Aber ich erkläre das auch. Mond kreist um die Erde. Also hat eine Umlaufbahn. Und der weiteste Punkt in diesem Umlaufbahn aus der Erde aus gesehen, heißt Lilith oder Schwarzmond oder die Schwester des Mondes, nennt man das auch. Es ist kein Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt in diesem Mondumlaufbahn. Und das ist wie ein Energiefeld, zeigt unseren Wünsche, das sind tiefe Wünsche und tiefe Sehnsüchte, weil die Mondenergie lässt uns das spüren, aber weil das ist so weit entfernt von der Erde aus gesehen, gleichzeitig entsteht ein Gefühl in uns, oh, das erreiche ich niemals. Und entsteht ein gewisses Phänomen, die tiefe Wünsche und Sehnsüchte und das wiederkehrt ständig, aber diese Neigung davonlaufen und dann begründen wir das auch noch. Ich habe das nicht verdient oder ich bin nicht gut genug, ich erreiche das sowieso nicht und hier brauchen wir die innere Stärke, die Kraft, die Überzeugungskraft, unsere Einstellung, unseren Gedanken ändern und sagen, das erreiche ich, das gehört zu mir, ich habe das verdient. Und weil dein Mond, beziehungsweise in dem Moment, wo du geboren bist, die Mond bewegte sich in diesem weitesten Punkt aus der Erde aus gesehen, entsteht bei dir ständig dieses Gefühl und du erlebst es in die Partnerschaft. Natürlich handelt sich auch Mutterthemen und das ist das Gefühl, ich verstehe meine Mutter nicht, das ist von mir so weit entfernt. Ich habe die Sehnsucht nach meiner Mutter. Merkur befindet sich auch im Schütze und auch eingesperrt hier in den fünften Lebensbereich. Merkur symbolisiert die Kindheit und Jugend. Und da fühlt es dich wirklich wie eingesperrt, wie eingeengt. Du warst nicht frei. Entweder warst du ständig kontrolliert, du könntest dich nicht frei bewegen, dich entfalten, oder warst du nicht aufgenommen bei den Kindern. Also hier zeigt sich eine gewisse Schüchternheit. Obwohl das ist für dich gar nicht so einfach mit diesem Löwe-Aszenden, weil du möchtest im Mittelpunkt sein. Und du brauchst auch die Bewunderung, du brauchst die Bühne, die Zuschauer, die dich bewundern. Venus ist die weibliche Energie, zeigt auch dich als Frau. Venus ist auch die Planet der Liebe. Venus
ist in Tierkreis zeichnen. Steinbock und befindet sich im sechsten Lebensbereich. Diese Venus-Energie ist eher streng oder kleidet sich eher klassisch, liebt das Traditionelle, aber das passt nicht ganz zu deinen Löwe-Aszenden, weil Löwe liebt die Luxus und Löwe liebt die Glanz und möchte auffallend sein. Und hier neigst du dazu, als Frau das Einschränken zu bremsen. Im jungen Jahren zeigt er Schwierigkeiten im Arbeit, im Liebe, aber die Steinbock ist auch die Ernsthaftigkeit, das bringt alles in Form, aber eher im zweiten Lebenshälfte. Nicht nur Venus ist hier, sondern auch Mars, und die beiden Mars und Venus sind die Liebesplaneten. Und das könnte auch ein Hinweis sein, dass du deine große Liebe im Arbeitsplatz findest. Das kann natürlich auch seine Arbeit sein. Und weil hier auch um Gesundheit geht, das könnte im Gesundheitsbereich passieren. Jupiter befindet sich in der Tierkreiszeichen Zwillinge. Und Jupiter ist hier in Tierkreiszeichen Zwillinge auch eingesperrt. Jupiter gibt Chancen, Möglichkeiten und zeigt auch Wertschätzung und unsere Größe. Und das ist wie eingeschränkt hier im Freundeskreis. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen im achten Lebensbereich. Saturn zeigt karmischen Themen, beeinflusst unserem Schicksal, und Saturn erteilt auch Lernaufgaben, und deine Lernaufgabe ist diese Wandlung und das Fluss des Lebens zu vertrauen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau und steht mit Pluto in einer Konjunktion im dritten Lebensbereich. Pluto-Uranus-Konjunktion, das heißt, sie befindet sich beide in Tierkreiszeichen Jungfrau und befindet sich sogar im gleichen Gradzahl, das heißt, sie wirken gemeinsam. Bei Uranus gibt die Umbrüche und Veränderungen im Leben und Pluto gibt die inneren Kraft dazu. Neptun zeigt unseren Träume, unseren Sehnsüchte. Neptun ist das Traumhafte, aber Neptun kann auch manchmal so wie ein Scheinbild uns etwas vermitteln. Wenn zum Beispiel jemand erzählt dir etwas und das klingt erstmal so traumhaft schön und dann später wird das herauskristallisiert, dass gar nicht die Realität entspricht, sondern war eine Lüge, war ein Betrug. Natürlich kann das bei Neptun-Energie auch passieren. Aber grundsätzlich bedeutet Neptun die Intuition, die Inspiration, die Träume, die Visionen. Und diese Neptun-Energie hast im Skorpion im vierten Lebensbereich. Dass du so traumhaft schön deine Wohnung gestalten kannst, aber im Skorpion musst du immer wieder mal vorsichtig sein, wer kommt ins Haus, wirst du da vorgetäuscht von etwas oder wenn du Verträge hast wie Mietvertrag
oder Kaufvertrag, etwas, was mit Immobilien, mit Einrichtungen, was mit deinem Zuhause was zu tun hat, dass du immer wieder das überprüfst. Chiron ist ein kleiner Planet im Himmel und in Mythologie erzählt, wie viel er leiden musste. Wurde von seinem Vater verlassen, wurde von der Mutter verlassen. Apollo, der Sonnengott, sorgte dann für die Erziehung und eine sehr gute Erziehung, so dass Chiron war dann ein Ratgeber, auch Musiker, und seine größte Stärke lag daran, als Heiler zu wirken. Der ist der große Heiler. Aber sich selbst könnte nicht heilen. Das war erstmal diese seelische Wunde von seiner Kindheit. Später wurde mit einem giftigen Pfeil getroffen, auch körperlich verletzt, und könnte sich selbst nicht heilen. Und war dieser Schmerz, diese Wunde, bis dann bat Zeus, den Himmelgott, seine Unsterblichkeit weitergeben an Prometheus. Und das dürfte er auch tun. Aber Zeus hat ihn auch unsterblich gemacht. Und Chiron herrscht über die Tierkreiszeichen Schütze. Das ist ein Mischwesen, halb Pferd, halb Mensch. Und astrologisch im Horoskop zeigt, wo weh tut, wo wir Heilung brauchen, und bringt auch Heilung, aber erstmal tut das richtig weh. Und Chiron befindet sich im Fischen im 8. Lebensbereich und zeigt, wie du das heilen kannst, vieles, diese verletzten Gefühle, und im 8. Lebensbereich bedeutet das Loslassen. Das ist diese Transformation. Und dann kommt auch die Heilung. Welche Sternen, Sternbilder wirken noch auf dein Geburtshoroskop? Dein Aszendent ist Löwe und wird bestraft von den südlichen und nördlichen Aselius. Diese Aselius waren die Esel. Die sind aber sehr bekannt. Und die Geschichte ist folgendes. Es gab einen Kampf zwischen Göttern und Titanen. Die Titanen waren die Riesen. Und es hat so ausgeschaut, dass die Titanen gewinnen und die Götter verlieren. Und dann kamen zwei Esel, diese zwei Aselius, diese beiden Esel, und sie haben so Schrei losgelassen, und die Titanen haben diesen Ton noch nie gehört, und sie haben so Angst bekommen, sie sind einfach davongelaufen. Und somit haben die Esel die Götter gerettet, und aus Dankbarkeit sind im Himmel gesetzt geworden, die beiden Esel, die südlichen und die nördlichen Aselius. Und das bringt Wohltat, das bringt dir Glück und Schutz, und das beeinflusst deine Persönlichkeit, deine persönliche Umgebung oder dein Leben. Für dich persönlich würde ich sagen, wenn du wütend bist, oder wenn jemand dich verletzt, dann darfst du erlauben, mal schreien, brüllen wie eine Löwe. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und wird von Schlangenträger bestrahlt. Dieser Schlangenträger ist der himmlische Arzt Asklepios. Asklepios hat von Chiron das Wissen gelernt. Wer ist dieser Schlangenträger? Also ein Arzt. Und die Geschichte ist folgendes. Es gab ein Kind, der Sohn von einem König, und dieses Kind ist ein Honigtopf gefallen. Und Asklepios musste dieses Kind heilen und retten. Und dann kamen zwei Schlangen. Die eine Schlange trägte den Gift in sich,
die anderen Schlange den Heilkräuter. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Heilt das Kind mit dem Gift oder, also versucht, oder mit Heilkräuter? Zum Glück hat Asklepios das Kind mit diesem Heilkräuter geheilt. Und das Kind wurde dann auch gerettet, geheilt. Aber diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Diese beiden Schlangen symbolisieren die Kundalini-Energie. Diese eine Schlangenenergie zieht alles nach unten. Das vermittelt Angst und Zweifel und Schuldgefühl und anderen Gefühlen wie Neid und Eifersucht. Das ist die eine Richtung. Und das blockiert. Und das Loslassen befreit und dann steigt die Energie nach oben. Das ist die andere Richtung, die Dankbarkeit, die Hilfsbereitschaft, die Begeisterung, die Hingabe, die Liebe auch. Das befreit. Und das ist diese Energieform, diese beiden Schlangen. Also das ist mal erst hier ein Hinweis auf diese Wandlung. Der andere ist die Schlange, die eine, was die Gift in sich hat, heißt Lügen. Und die andere, die Heilkräuter in sich hat, das ist die Wahrheit. Ihr müsst unterscheiden, woran liegt die Wahrheit und wer lügt. Und wenn wir alles glauben, was anderen erzählen, dann sind wir auch wie dieses Kind, fallen wir in einen Honigtopf. Warum gerade Honig? Weil eine Lüge kommt immer Honig süß. Also das ist die Gedanken dahinter. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und dieser Stern, wo das bestrahlt, heißt Sadal Süd und das kommt von den Arabischen. Die alten arabischen Astrologen haben viele, viele Sterne benannt und das kommt von arabischen Sad As Sud und bedeutet übersetzt dieser Stern Glück, das Glücklichen, das Glücklichste und den Glücklichen. Und dieser Glücksstern oder ich betone das sogar das Glücklichste überhaupt, dieser Stern bestrahlt dein Mond hier und wirkt in Partnerschaft. Und das bedeutet schon Glück in die Liebe, Partnerschaft. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und diesem Stern, wo Merkur bestrahlt, heißt Sabik. Und Sabik ist ein Stern von Schlangenträger. Die Geschichte habe ich erzählt. Das ist Asklepios, der himmlische Arzt. Und das ist die linke Knie diesem Schlangenträger und übersetzt heißt es vorausgehend. Und mit anderen Worten, die Merkur-Energie, wenn das um Handlungen geht oder um die Kommunikation geht, dann bist du die Vorausgehende, die Wegweiser. Und weil das auch mit deiner Kindheit und mit deiner Jugend was zu tun hat, warst du immer im Zeit voraus. Aber das war gebremst bei dir. Und jetzt lernst du wirklich die Wegweiser zu sein zum anderen mit deinen klugen Handlungen. Venus befindet sich im Steinbock. Und dieser Stern, wo dein Venus bestrahlt, heißt Terebellum. Das ist weder Sternbild noch Stern. Das ist ein Viereckfigur im Himmel und das zeigt Struktur. Und du wirst Struktur bekommen in deine Arbeit, du wirst Struktur bekommen in die Liebe, Partnerschaft. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock und dieser Stern, was Mars Energie bestrahlt, heißt Pelagus oder Nunki. Nunki ist der sumerische Name und bedeutet wie einen göttlichen Ort, etwas Heiliges. Und das ist ein Mars Energie. Und
Mars ist die Kraft, wo du etwas in Bewegung setzen kannst, und mit dieser Bewegung wirst du in einen Ort finden, was für dich wie heilig ist. Aber Mars bedeutet auch der Mann, und im richtigen Ort, im richtigen Zeit zu sein, wirst du diesem Mann begegnen. Oder dieser Mann führt dich im richtigen Ort. Jupiter ist rückläufig in Tierkreiszeichen Zwillinge, wo hier eingeschlossen erscheint im Freundeskreis. Hier diese Rückläufigkeit zeigt karmischen Themen, zeigt die Vergangenheit, auch wie wichtig ist, hier diese Jupiter-Energie zu befreien. Und das bedeutet, du hast viel Ungerechtigkeit erlebt und das wird jetzt ausgeglichen, dass du deinen Rechten bekommst. Aber Jupiter bedeutet auch deine Größe, damit bewusst zu sein. Dieser Stern, wo Jupiter bestrahlt, heißt Menkalinam und befindet sich im Stammbild Fuhrmann, und das ist die Zügel, dass du selbst die Zügel in Hand nimmst, wenn das um deine Wünsche geht oder wenn das um Freundschaften geht oder wenn das in eine Gruppe geht, dass du das lenkst, die ganze Gruppe. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und dieser Stern, wo dein Saturn bestrahlt, heißt Skat, und das heißt übersetzt Wunsch, Wunscherfüllung. Wünsch dir was. Saturn belehrt dich, ja, das kommt zum Erfüllung, nicht nur in die Liebe Partnerschaft. Du darfst Wünsche haben über beruflich oder finanziell auch. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau, wie Pluto auch hier. Die stehen in einer Verbindung und dieser Mondhaus heißt Denebola und bedeutet das übersetzt ein Wechsel, eine Veränderung und die göttliche Gerechtigkeit. Ursache und Wirkung. Alles, was man in Ursache gesetzt hat, kehrt auf einen zurück, wenn nicht dieses Leben, dann im nächsten Leben. Und weil du in früheren Leben, auch in deiner Kindheit, viel Ungerechtigkeiten erlebt hast, die beiden zeigen das gleich sich aus, du bekommst deine Rechte. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion hier und wird auch von bestrahlt von die Schlangenträger und Unukalhai ist dieser Stern, was direkt Neptun bestrahlt, und das ist die Schlange, was die Schlangenträger im Hand hält und zeigt Feinde oder Falschheit. Und im wohnlichen Bereich musst du immer wieder aufpassen, weil du mit Falschheit dann begegnest. Und das ist nicht nur die wohnliche Situation, sondern alles, was mit Immobilien was zu tun hat und alles, was mit Einrichtungen was zu tun hat, kann auch bedeuten, dass Handwerker kommen in Haus und stellen eine falsche Rechnung zum Beispiel. Die Verbindungen Mond und Neptun steht in einer Spannung, und das sind Enttäuschungen, was dich auch in Kindheit, was du in Kindheit erlebt hast, diese Betrug oder Lügen oder Enttäuschungen. Und das beeinflusst deinen Gefühlszustand, und da entsteht auch ein gewisses Missvertrauen, weil du hast all diese Ungerechtigkeiten, diese Täuschungen schon erlebt. Aber Pluto und Uranus sorgt für Lösung. Pluto und Uranus sorgt für Gerechtigkeit. Du bekommst deine Rechte, das wird ausgeglichen. Und du sollst diese Erinnerungen oder diesen Gefühlen loslassen,
weil das kommt alles in Ordnung. Wo du wirklich Glück hast, das ist die Liebe, Partnerschaft. Uranus und Pluto bestrahlt dein Venus wunderschön und das zeigt Glück in die Liebe, Partnerschaft. Liebe Alicea, das war diese Horoskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.